Am Sonntag, der 21. Juni, hat der Eidgenosse Thomas Zaug seinen 100. Kranz auf dem Schwarzsee gewinnen. Er ist am Gasser Niklaus und dem Dick Christian erst der dritte Berner, wo ihm das gelungen ist. Zu der grossartigen Leistung hat der Schwingclub Schangnau Siechen einen Empfang organisiert. Was bedeutet der Empfang am Thomas Zaug? Ich glaube, das ist für mich sehr schön. Du siehst, dass meine Leistung, der 100. Kranz, der vielen Leuten grossen Wert hat, das freut mich natürlich sehr. Ein Karre voll Kränze hat der Bauer und Zimmermann erschwungen. Wo hat er die überall aufbewahrt? Ja, ich habe leider noch nichts, kein Zimmer noch. Jetzt habe ich es einfach in Schachtel, dass sie nicht Straub werden. Ja, ich hätte irgendwann noch eine Schwingerstube machen, aber ich bin jetzt noch nicht dazu gekommen. Aber ich werde das sicher eins machen. Der Schwingclub Schangnau Siechen hat schon etliche grosse Erfolge dürfen feiern mit dem Thomas. Eine grosse Bütze für den Präsident Uli Gasser. Ist es Zeit, dass der Thomas Zaug von seinem aktiven Schwingen zurücktritt? Nein, überhaupt nicht. Das ist eine grosse Ehre, wenn man das kann, wenn man einen Schwinger die Empfänge organisieren und das so machen. Er soll nur noch 10 Jahre machen von mir aus. Gerne. Nach dem offiziellen Empfang haben sich die rund 200 Besucherinnen und Besucher in Bärenstall verschoben. Am erfolgreichsten Emmitaler Schwinger seiner Clubkameraden hat das Buffet mit den Treicheln eröffnet. Einer der Besucher ist der Gemeindepräsident Uli Gfeller. Was sieht er zur Leistung von Thomas Zoll? Das ist natürlich etwas sehr Spezielles. Wir haben ja gehört bei der Begrüßung, erster Tritt Berner, der das erreicht. Das sieht ja eigentlich schon nur aus, oder? Über eine so lange Zeit muss ihnen ein grosses Glück haben, natürlich auch. Muss unfallfrei sein, verletzungsfrei. Und natürlich top motiviert an die Schwingfeste gehen und eben dort wirklich in den entscheidenden Moment zuschlagen. Das können lange nicht alle. Er hat das fertig gebracht. Nach den Würdigungen, Gratulationen und Geschenkübergabe hat sich der Thomas zusammen mit seinen 3 von 5 Geschwistern mit Örgeli-Klängen den Abend umrahmt. Die Mutter Lisabeth Zaug ist stolz auf die 100 Kränze. Hat sie manchmal Angst gehabt beim Zuschauen, beim Schwingen? Ah, oh, das geht jetzt noch. Ich bin einfach zufrieden, wenn es am Abend alles gut ist gegangen. Mhm. Ja, das ist mir die Hauptsache, Kranz hin oder her. Ja. Aber auch, ich bin schon ein bisschen angespannt, aber nicht weiss nicht wie, dass ich da gleich aufkumpen müsste. Mhm.